Grüß euch, servus, küss dich hin. Es wird Zeit, mit Musik verwehen. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche holen sind schon von heut. Das Wiener Lied, das sicher nicht verloren. Neue Woche, neues Glück, grüß euch Gott, servus, wir sind die 16er Buben. Mein Name ist Klaus Steurer und an meiner Rechten sitzt der wunderbare Patrick Rutger. Schön. Dankeschön, hast du sehr schön gesagt. Na, was denn? Wer uns nicht kennt, wird uns schon kennenlernen. Das glaube ich auch. Na, was denn? Wir sind die 16er Buben, sprich ein Wiener Liedbacke, klassischer Ort und Weise. Seit 25 Jahren spielen wir auf der Bühne und beim Heurigen und überall und haben uns beschlossen, eine Live-Show im Facebook zu machen. So viel zur Einleitung. Grüß euch, servus an alle Bekannten. Hallihallo. Ronald schaut schon zu, der Schenko schaut zu, der Wahnsinn. Sehr brav, sehr löblich von euch. Wir haben heute das erste Mal aus dem neuen Studio. Ja. Das Punktstudio 16. Wunderschön ist da. Wird eingeweiht. Man sieht an der Rückwand, es wird hier wirklich auch gearbeitet. Es wird sich die Rückwand in Zukunft ein bisschen ändern, es wird ein bisschen anders gestaltet werden, aber es ist fürs erste Video heute, glaube ich, nicht so schlecht. Also mir gefällt es. Ja, es ist auch. Das ist also ein Behind the Scenes, wie man sagt, oder Backstage, ist auch nicht Deutsch. Wurscht. Ist wurscht, ja. Es geht darum, wir haben dieses Studio, also in erster Linie habe ich eigentlich jedes Studio gemacht, weil ich daheim keinen Platz mehr habe und ich wollte den Wohnraum zu Hause wieder als Wohnraum nutzen. Jetzt habe ich gesagt zum Patrick, das war ja gar kein Fehler, wann wir uns da sozusagen ein gescheites Zentrum, eine Zentrale der 16er Buben geschaffen. Und das ist gleichzeitig damit passiert. Ja, wir haben da eigentlich auch gescheiten Internetempfang jetzt auch und so weiter. Also am Internet sollte wirklich heute nichts liegen. Alles andere, was passieren kann, liegt an Facebook, an anderen Devices. Oder liegt heute nicht mehr eigentlich in unserer Hand so weit. Ich glaube nicht. Sollte alles funktionieren. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wunderbar sein. Absolut. Missert. Der Ton ist hoffentlich super. Simon Stenger, danke herzlich schon mal für den Lob vorweg. Gebt uns bitte kurz ein Bescheid, ein Okay oder einen Daumen oder sonst was, wann der Ton passt und das Bild passt bei euch. Wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, dann schreibt es uns eine. Das wird mich freuen, ja? Bitte, ja. Danke, Ingrid. Schon wieder kriegen wir ein Lob. Wir kriegen immer nur Lob. Das ist ein großer. Ich will eh nur Lob haben. Mir sehr lieber ist. Wer will das nicht? Und welcher Künstler will das nicht? Wer will das nicht? Ich bin ja heute schon anders angezogen. Schau, warte. Alles in Ordnung. Passt, der Tag passt. Gut. Sehr gut. Freut mich sehr. Ja. Warum? Patrick. Weil der erste Frühlingstag ist. Nein, ein bisschen grün, weil er heute St. Patrick's Day ist und ihr zufälligerweise Patrick Haas. Also. Alles Gute zum Namenstag. Danke dir. Danke. Alles Gute. Wer, ist nicht der Erste heute. Ne, das kann man vorstellen. Wer ihm Patrick gratulieren will zum Namenstag heute, zum St. Patrick, schreibt eine Gratulation und haut einen Daumen hoch eine oder was auch immer eine. Ich bedanke mich schon für voraus. Gell? Für Patrick, jawohl. St. Patrick's Day, das habe ich vergessen gehabt übersehen gehabt bei der Ankündigung des Ganzen. Das ist ja bei uns in Österreich nicht wirklich so populär, hauptsächlich in Irland. Natürlich. Ja, wobei bei uns dann so, siehst du schon, diese ganzen Irish Pubs und so weiter, die sind dann schon recht. Alle rennen grün herum, trinken ein grünes Bier, keiner weiß warum, was das mit St. Patrick zu tun hat, aber bitte. Ja, das ist halt. Ich glaube, das Bier, das nicht grün ist, sondern das normale. Ich glaube, das ist wegen Irland, ne? Wegen dieses Grüne einfach. Grün, das ist grüne Insel, grün die Farbe Irlands. Und weil er halt St. Patrick halt ein Irre war oder in Irland war, ja. Thomas Steurer, mein Bruder, schaut zu. Servus aus dem Lazarett, aus Sternitz. Jawohl. Servus, grüß dich. Ihr hofft, dir geht es wieder gut, Thomas. Passt, aus Sternitz ist dabei. Schaut, der Simon Stenger, alles Gute zum Namenstag, Patrick schreibt. Simon, danke dir ganz herzlich. Großartig. Wunderbar. Seid so lieb, das würde mich interessieren. Schreib es doch rein, woher du zuschaust. Der Thomas aus Sternitz, das weiß ich, aber er hat es noch reingeschrieben, auch noch, vielleicht woher ihr kommt und ihr zuschaut. Würde mich interessieren. Wir haben schon internationales Publikum aus Kanada, aus Südafrika, aus Johannesburg. Hamburg. Aus Thailand, aus Australien. Also Mallorca. Mallorca, ja. Der Otto. Ja. Immer wieder was los. Ja, wir haben heute ja deswegen eine frühe Sendung gestartet, nämlich 17 Uhr, weil der Sonntag ist. Da haben wir uns gedacht, am Sonntag am Abend,
ist vielleicht nicht so praktisch. Das ist, die einen schauen da dort, die anderen gehen schlafen, weil sie die hocken müssen am Montag. Weil sie um 5 Uhr aufsteigen? Ja, ja. Wie immer halt doch. Es wird gescheiter sein am Nachmittag. Eigentlich der klassische 5 Uhr Tee. Ich habe fast gesagt, 5 Uhr, wir trinken aber keinen Tee, aber wir trinken. Aber erstens. Jetzt wird es lachen. 16.10.1999. Muss ich schauen, ob man das sehen. Ich glaube, man sieht es nicht. Oder doch? Na, ja. 16er Buben. 16er Buben. Ja. 16.10.1999. Das war bei der Sturmwanderung in Otterkring. Wo sonst? Und da war der Ausklang war beim Weinstock. Ja, zum alten Weinstock. Wo wir angefangen haben zum Spielen, wo unsere ersten Engagements waren. Oder fixen Engagements. Und da war der Ausklang und da war von diesem Veranstalter war also so ein Glasritzer dort. Ein Graveur war dort. Graveur. Der hat direkt vor Publikum live auf Wunsch die Gläser graviert. Jawohl. Und wir haben uns 16 Uhr machen lassen. Und das ist gestanden im alten Weinstock. Solange es gegeben hat, sind die zwei Glas am dritten gestanden. Dann nachher beim Wüderer, wie das der Oliver übernommen hat. Dann hat es der Oliver, also der Oliver Buris. Der Oliver Buris, nicht dein Bruder, sondern der Oliver Buris hat das dann übernommen. Ins Otterkringer Landhaus übernommen. In den Albrechtsgreitgasse, ja. Dort waren die Glasl auch unsere Stammgläser. Und wie er dann die hinten verkauft hat, weil die sind jetzt angerissen worden. Einer dieser Schandtaten in Wien. Ja. Schandtaten der Stadt Wien, muss man wirklich sagen. Also wirklich so was sagen. Möglich ist, aber das ist einfach. Ich meine, der Stadt Wien, die kann jetzt nichts dafür. Die Stadt kann nichts dafür, aber ich sage nichts. Aber sie kennen was dafür, dass nichts dagegen macht. Nichts dagegen macht. Ja, sagen wir es auch so. Problem. Aber diese Gläser haben seit den 99er Jahren diese ganze Gastronomiezeit überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt haben wir es halt daheim. Jetzt haben ja, aber gute Qualität, muss ich sagen. Ja. Geschirrspüler tauglich und alles sogar. Das ist ein Wunder. Ja, alles ein Wahnsinn. Warte, muss ich mal sagen. Aus Marktbreit bei Würzburg, Simon. Das habe ich nicht gewusst, dass du ein Würzburger bist. Ein Wahnsinn. Na schau, wir haben heute mehr deutsche Zuschauer als österreichische. Weil der Simon ist aus Würzburg. Der Thomas, ja, alles Gute zum Namenstag von Thomas. Danke dir. Welcher Thomas ist? Na, von meinem Bruder. Von meinem Bruder. Der ist aus Dernitzburg. Und bitte der Ronald, moin moin. Ja? Aus Hamburg. Ja, aus einem regnerischen Hamburg. Glückwunsch zum Patrick. Ja, bei uns scheint die Sonne. Jetzt habe ich da mich die, obwohl ich die Jalousie komplett herunten habe, seht ihr, wie hell das da ist. Nur da bei der Herfahrt vor einer Stunde am Autothermometer 22 Grad ja. Außentemperatur. Also in Wien. In Wien ist derzeit, aber ja, jetzt habe ich das auch, weil die Sonne so einer scheint. Mhm. Es ist eigentlich eine ganz gute Himmelsrichtung da für so ein Studio. Es ist auch dann nur auf Nacht, dann, also am Abend. Oder spät Nachmittag. Die Westen, ja, die Abendsonne. Ja, dann zieht es einer. Ne? Achso, jetzt wird das mal klar, du würdest jetzt ein Flaschel drin. Ja, ein Kracherl bringe ich heute. Und zwar wieder mal aus meiner Heimat stammend, aus meiner Nähe, nicht fahr nicht fort, kauf im Ort ein Fitus-Kracherl. Jawohl. Hergestellt in La an der Teier. Jawohl. Kracherl. Hat mir der Frau geschenkt. Ja, die war im Lagerhaus verkauft. Wahrscheinlich sind schon angerettet. Kann sein. Auf dem Zuckerschock. Hurra. Prost. Prost, aber langsam trinken. Der Körper stehst ist sonst da. Pass auf. Kracherl aus dem 16er mit Glasl. 99er Jahr. Patrick, ein Wahnsinn. Ja, aber wenn wir gesagt haben, so viele deutsche Zuseher heute, gestern am Abend eigentlich auch, wo wir gespielt haben, waren sehr, sehr viele Leute als Gäste aus Deutschland. Wir haben gestern gespielt beim internationalen Kongress Treffen der Nachtwächter. Das muss ich vorstellen. Ich hoffe, das ist eine eigene Gilde nämlich, ja. Eingetragene Gilde der Nachtwächter und Türmer. Und die waren aber unterwegs vorher in der Stadt. In der Stadt, mit Deutschmeistermusik. Also in inneren Burgen sind die Deutschmeister aufmarschiert und so weiter. Wunderbar. Polizeibeg-Eskorte sind dort herumgezogen und haben ja allein. Sehr viele Leute aus ganz Deutschland da. Kostümiert in alle Richtungen. Ja. War recht spannend. War ein sehr spannender Abend. Ja, ja. Wir haben das Ganze am Abend quasi beim Stippert in Otterkring musikalisch ausklingen lassen mit einer gemeinsam. War sehr nett. Das war sehr, sehr nett. Ganz aus verschiedenen, also das waren sehr unterschiedliche Typen. Ja. War sehr leid. Auch Typinnen nämlich. Typinnen. Auch Frauen nämlich auch. Ja, war ganz gegendert. Gegenderte Nachtwächter. Wird es wahrscheinlich damals nicht geben. Damals nicht geben, ja. Sag ich mal. Aber gut. Ja, und da war. So viel Jubelschrei habe ich auch noch nie gehört wie gestern. Ja, Jubel, Jubel, ja. Jubel, Jubel.
Weil, warum, habe ich gestern erfahren auch. Erzähl. Im Mittelalter, in der Zeit, der Hochzeit sozusagen, der Nachtwächter, wurde nicht applaudiert. Also, das habe ich schon einmal gehört, aber ich habe das nicht in Zusammenhang gebracht mit den Nachtwächtern. Jetzt, also da wird nicht applaudiert, sondern die schreien Jubel einfach. Die schreien Jubel. Jubel, Jubel, das Applaudieren. Jubel. Und wahrscheinlich haben sie gewunken, das ist sicher dazu. Jubel. Jubel. Jubel zusammen mit, schreibt mal Jubel rein. Statt ein Applaudieren. Jubel. Lisi Graf, schau zu. Oh, Elisabeth, sehr aufpassen. Schaust du alleine zu, Elisabeth Krennitz, oder bist du noch mit der Karin noch und beim Norbert noch? Ja, schau, schreib es ein. Das wäre sehr interessant zu wissen. Rudolf Korbe ist dabei, natürlich. Rudolf, der Rudolf, dein Schüler. Mein bester Schüler. Ja. Und, Rudi, was ich sagen kann, ein begnadeter Wiener Liedsänger. Ein echter. Eigentlich kann man sagen, einer der letzten Natursänger, der das eigentlich nicht gelernt hat in der Schule und einfach. Oder einer der nächsten Natursänger. Ja. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, Rudi. Nein, aber. Lass dir das ja nicht gefallen. Ja, aber im Prinzip einer der nächsten Natursänger. Nicht? Weil der selber sich noch auf der Quetschen auch begleiten kann. Das ist ein Kante. Rudi Harmonika auch gespielt. Ich spiele gerne mit Rudi. Ja, riesen Gaudi. Ja. Naja, gut. Ja, schau, der Ronald 8 Grad hat es in Hamburg. Hamburg. Das Wetter, das Schiedwetter kommt morgen zu uns nehmen. Ja. Wahrscheinlich bei uns 8 Grad angesagt. Richtig. Und Regen den ganzen Tag. Ja. Wir haben einen Termin relativ in der Nähe zu mir, haben wir gedacht, da fahre ich mit dem Radl hin. Ich glaube, das wird nicht. Da hat mir die Usche meine schon gesagt, ich glaube, morgen wird es wieder wasch. Aber gut, was soll man machen? Ne? Mein Gott, nein. Der Gerhard Ratzwohl hurcht zu. Meine Verehrung. Servus, grüß dich. Von wo hurcht zu? Das würde mich interessieren. Wo sollst du haben? Es ist immer interessant. Von wo die Leute überhaupt zuschauen, weil oft ist ja wirklich so, wie wir heute auch haben, Würzburg, Hamburg, Ternitz, das ist ja nicht so, dass man, wenn wir spielen, meistens in Wien, Kettlersbrunn, man ist ja nicht so, dass man, wenn man was spielt, dass auch jeder immer kommen kann und zuhören, nicht? Sondern die, aber durchs Internet ist das möglich, dass wir uns da überall sehen, und wenn wir aus Wien, da jubeln, schau, der Thomas jubelt schon, Jubel! 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 Danke, passt. Das eine Emoji-Con kann ich nicht entziffern, was das ist. Aber Feuerwerk vielleicht. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich. Und wann wir aus Wien aber zuschauen, ist immer interessant, von wo aus Wien. Weil das ist trotzdem, es kommt wieder, dass man so ein bisschen einen leichten, naja, so einen Stolz entwickelt wieder für das Grätzl, wo man daheim ist. Der Bezirk oder das Grätzl. Ne? Weil wir sind ja da mit dem Punktstudio 16, das muss ich auch noch erklären, warum das so heißt. Warum das so heißt? Aber wir sind ja da eigentlich in Kagran. Aber wir sind sehr nahe an den Grenzen zu Hirschstetten und Stadlau. Also man kann sagen, das Dreiländereck, Kagran, Stadlau und Hirschstetten. Das Dreiländereck in Transdanubien. Das genau. Hat man früher gesagt. Ne? Ja. Wie man runterkriegt. Ja. Ja, und das ist, also ist natürlich 22. Bezirk Donaustadt. Aber ja, ist recht in der Nähe von mir, in der Nähe im Prinzip ja auch von dir. Ich fahre von Kettlersbrunn, bin ich heute genau 30 Minuten gefahren. Man steht da vor. Nicht das lange. Ja, ja. Nein, das ist da eigentlich eine ganz interessante Gegend. Da hat man oft Begriffe wie die Schanze. Ne? Da gibt es Schanzen. Die, ja, die diverse Straßen, die heißen da Schanze oder sowas. Oder so wie der Freihof, oder die Freihöfe, was da gibt. Und das ist noch aus der napoleonischen Zeit. Ne? Die Schanzen, das waren also die Franzosen-Schanzen, also die Russen-Schanzen. Aber da war die Franzosen, das ist das Gebiet, wo die Franzosen, wie der Napoleon da in Wien war, gelagert haben. Und da hat es bei mir, also wo das Haus von meiner Freundin ist, ja, das ist ein Sackgassen und da ist so ein Graben. So also unten zieht so ein Graben durch, da kann man halt spazieren gehen, so ein bewaldeter Graben, ja. Da zieht sich so ein Stückchen entlang. Ziemlich breit und das ist noch originaler Überbleibsel, ein Versorgungsgraben, von den Franzosen. Ne? Das war kein Schützengraben in dem Sinn, sondern eben ein Versorgungsgraben, dass man das halt nicht sieht. Deswegen ist es so brat, dass man dort mit dem Pferdewagen wahrscheinlich oder Ochsen kann und was. Dass man da durchfahren kann. Ja. Ne? Das war also dort, das ist, deswegen ist es da die Chance. Wo die Franzosen übergefahren sind. Ein Wahnsinn. Ja, der Simon jubelt. Aus Kettler City von der Hager Christ Terrasse. Ja, ich hab's mir hergedacht. Na schau. Elisabeth, Karin und Norbert. Und der Ronald bringt natürlich etwas auf den Punkt, vollkommen richtig. Aber ich habe ja nur gewartet, bis die Dagmar und die Dunja zuschauen. Dunja ist auch schon da. Der Ronald hat gefragt, ob wir nicht wieder was singen wollen. Na, aber selbstverständlich. Ich kann schon einmal was singen. Für dich sind wir da.
Was mich nur ärgert, dass bei mir daheim quasi dann nicht die Achtung trinken hätte. Jetzt. Bei dir wird gesoffen, du musst ich sag gescheit, ich muss da arbeiten. Jetzt sind ja lange Haxen. Ja, was soll ich machen? Ich bin 1,86. Was machen wir? Was Liederwünsche habt, schreibt es eine. Karte ist da, Kirschlag schaut jetzt auch schon zu. Was glaubst du? Jetzt geht's sowieso. Was machen wir eigentlich? Wenn es uns konveniert, dann spielen wir den Wunsch auch. Wenn es uns nicht Spaß macht, spielen wir das, was wir wollen. Genau. Ihr könnt euch behalten, wie wir es immer machen. Ihr könnt euch wünschen, was wollt. Wir spielen ja, was wir wollen. Nein, das, was wir schon lange nicht gespielt haben, die Bücher. Machen wir die Bücher, ja, passt. Stein am Eis, Knoll am Eis, na mir sind die ehrlichsten Leid. Nur mit der Brett, Arbeit oder keiner Fred. Mir fragen, was wird es, rollen wir fix. Oma du und Mama, Mama, denn, Oma du und Mama, Hitz. Und im Winter, du wirst bei uns blau, weil du vorne mit aufsprichst wohl. Und im Sommer noch schreien wir sie, weil doch gerne miteinander den Schnee. Und ihr wisst doch. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Du singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Du singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Die letzten zwei Bücher. Eine Strophe davon, dass das nicht zu lang wird, nicht? Ja. Das haben wir ein bisschen abgekürzt. Ja, das machen wir immer so. Aber das ist natürlich, weil es gescheiter. Es ist übrigens, das Lied habe ich das erste Mal gehört vom Hodiner Karl. Lustigerweise. Was haben wir? Dornbach schaut auch wieder zu, natürlich. Bugge gewöhnt. Die Karte. Na, was denn? Na, herrlich. Grüß euch Gott, schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich war dabei, dass ich noch erkläre, warum das Studio Punkt Studio 16 heißt. Was ist der Punkt eigentlich? Was ist der Punkt? Der Punkt ist der, es ist es so. Dieses Studio liegt in einem Areal, in einem Wirtschaftspark, nennt sich sowas. Und das nennt sich der Punkt. Ja? Wirtschaftspark, der Punkt in Donaustadt. So heißt es. Und ich habe mir gedacht, wenn das schon da liegt. Ja. Naja. Und jetzt haben wir gedacht, ich nenne das einfach eben, um dem Ganzen eine Referenz zu erweisen, ne, nenne ich das eben Punkt. Studio ist klar, weil ich sage euch was, Atelier, das war ein knappes, ich war mal herumgefragt, wie es nennen soll. Ich Atelier besser gefallen. Nein, es war ein knappes Rennen, aber Atelier ist mir dann doch zu sehr künstlerisch. Ja, wir machen ja doch mehr hauptsächlich Musik. Ja, Musik und Videos und so weiter, es kommt mehr Studio. Ja, es ist mehr Studio. Studio ist etwas, mein künstlerisch, ja klar, Künstler, muss ich, aber Atelier ist für mich zu sehr, ja, es hätte mir beides gefallen, aber Studio ist Kiez auch außerdem. Naja. Und 16 ist eh klar. Dürfte ich dir was anderes bitten? Greifst du mir links bitte? Ich habe einen Durst. Bist du ein Kracher? Ja, bitte gib mir einen Kracher. Muss ich wieder. Vitus Kracherl aus der Heimat, nicht aus dem Weinviertel, muss man echt sagen. Ja. Ist aber nicht gesponsert. Noch nicht. Jawohl. Schau, Liederwünsche kommen eine. Ohne Ende. Direkt aus dem Lagerhaus in Dürnkrug, nicht Elisabeth Graf. Ist auch keine Werbung. Alter, jetzt muss ich bei jedem Satz, was der Patrick sagt, muss ich jetzt mal dazu sagen, ist keine Werbung. Wir kriegen kein Geld. Weder vom Lagerhaus, warum eigentlich nicht? Noch nicht. Von Lahn, der Teigl, haben wir auch kein Geld. Von Vitus, kein Geld von niemandem. Mhm. Ja. Warum eigentlich nicht? Das ist die Frage. Aber gut, wir wurscht, seid ihr wohl? Ein Kracherl. Mein Gott, das waren Zeiten, wo man als Kinder krachelt und hinterkrachelt und dann haben wir uns immer die Zunge am Zack. Das hat aber andere Farbe auch gehabt. Ja, na klar, das war ja giftig damals. Das färbt ja nicht mehr. Heute ist es nicht. So, pass auf, jetzt müssen wir es auch gehen. Bitte spielen Sie lustige Kombi mit Dornbacher Pfarrer. Dunja, gute Idee, was war das was für ein Kombi? Keine Ahnung. Ich weiß, das haben wir irgendwie kombiniert mit irgendwas, aber womit? Das ist die Frage. Es war in C, der Dornbacher Pfarrer. Was war, weil da war dann irgendein Lied, wo man gesagt haben, da kämen wir nur in Refrain oder irgend sowas war das. Ich weiß auch nicht mehr. Das war eine Spontangeschichte. Dunja überlegt, vielleicht fällt dir das ein, was noch dabei war. Was haben wir da? Der Michael, ne? Jetzt schaut es wieder mit zwei Handys wahrscheinlich. Egal, dass ich dabei sein mit. Ja,
Was? Erst, ich kann überhaupt nicht lesen. Eh klar, dass ich auch dabei sein muss. Na, das ist eh klar, Michael. Ich meine, nichts Neues, nicht? An Patrick. Schrammelharmonika habe ich schon. Ausgeborgt vom Franzl Horacek, schon zu Hause. Sehr gut. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Großartig. Ja, super, nicht? Weiß auch nicht mehr. Der Thomas Ullmann schaut zu, das gefällt dir so. Aber pass auf, ja, Dunja, überleg, vielleicht fällt dir noch was ein. Ansonsten machen wir nur den Tag auch vorher. Aber der Thomas hat sich gewünscht, unser Vater war ein Hausherr. Eines deiner Lieblingslieder, wo ich ja weiß. Ja, es ist, ich mag es nicht so. Es gibt Lieder, die liegen einem nicht so sehr. Nein, nicht liegen. Ich hab's wirklich, mir gefällt die Nummer wirklich sehr, sehr gut. Ich spür's auch. Ich weiß nicht, warum mir die nicht so taugt. Tausende Male gespielt. Eine geniale Nummer. Ja, ja, es ist, aber bitte. Johann Sioli und Wilhelm Wiesberg. Bitteschön. Geniales Du eigentlich damals gewesen. Na, großartig. Absolut. Na, das ist eine super Nummer. Es ist rein subjektiv. Aber wir spielen es trotzdem gern. In Gottendörfern und auf ein Eck Nummer 2 steht ein Dreistück ins Haus und es wird ein Verfall. In ein Zimmer da drin steht ein Kasserer, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Da führt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Bis zum Verputzen sind wir auf der Welt. Was von Wahrheiten gräbt, da liegt der Pfeiltäfe. Da kriegen wir den unser Vater ist ein Hausherr und das sei der Halbseiter-Fabrikant. Unser Vater holt ein Hausherr, ist jetzt heavy Musiker. Die Sieben. Der Jahr noch kein Tornen steckt aus, wo bleibt noch kein Wein besser zu Haus. Der Boden als Böcklich zu erzählen ist, auf einmal du wisst es, wo vorne der Biss. Die Frauen, die wundert sich sehr, nur wo kommt diese Fröhlichkeit her? Da plaudert der Sieben am Haus. Ja, der Bauer noch ein Tore steckt aus. Strophe. Sonst mal leider, wo sich's hätte dauernd doch geschehen. Über den Ostsein kann man's aus der Arena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Wir schäfen bitte einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die Art von Rad und Sohn. Wer dann noch kaputt steckt aus, da bleibt noch kein Weibmesser zu Haus. Da kommt man's pünktlich zu zehn, auf einmal verließen's von vorher der Biss. Die Frauen, die wundern sich sehr, nur da kommt diese Fröhlichkeit her. Da plaudert der Sinan aus. Ja, der Bauern noch ein paar steckt aus. Jawohl. Ein neues Boot. Spontan. Ja, spontan. Schön, schön, schön. Es ist mir kaum, Dunja, es ist mir kaum das eingefallen. Bingo, ne? Ja, so, aber ob es das war, weiß ich nicht. Ja. Luis Edlinger schaut zu. Servus, Christi Gott, ich freue mich. Von wo schaust du zu? Das würde mich interessieren. Einfach einen schreiben. Von wo du zuschaust. Wenn du aus Wien zuschaust, dann bitte einfach dazu schreiben, von wo aus Wien. Weil Wien ist groß und ich glaube, es gehört auch wieder ein bisschen unterstützt, dass man sich Gedanken macht, was für ein Grätzl ist das. Und die Geschichte. Das sind Unterschiede. Absolut. Weil man sie nimmt, heute die ganzen was weiß ich, noblen Gegenden, Spätlberg, ne, zum Beispiel, das waren früher die Russgegenden, wie man so sagt. Ja. Oder Ippenmarkt heute, ne, der Popo-Gegend mittlerweile, wie Ippenmarkt. Ne. Ja. Ja, früher war das die Bordellgegend der Spittelberg. Ne? Ein Puff nebeneinander. Wir hatten das krasses Lokal, wo der Kaiser Josef II. Drinnen durch war. Durch dieses Tor kam Kaiser Josef geflogen. Da ist eingraviert oben im Torbogen, weil da ist der Josef II. Inkognito, so ist die Geschichte. Nein, bitte.
Da ist die Geschichte, da ist inkognito, aus dem Palast raus und hat sich also überall amüsiert und hat also, war wahrscheinlich ziemlich ungut, weil er angesoffen worden. Man hat ihn natürlich nicht erkannt, wer er ist. Und da hat er hat man rausgekaut mit einem Fußtritt sozusagen. Und dann irgendwann ist es also herausgekommen, ui, das war seine Majestät. Und das ist dort eingraviert, ich glaube, das ist aber noch immer, das gibt es ja diesen Torbogen. Durch diesen Bogen kam Kaiser Josef II. Geflogen. Genau, ja. Ist am Spittigen Spittelberg ist das. Ja. Simon Stenger, Fürstenfeld. Naja, Simon, grundsätzlich würde ich das gerne erfüllen, aber es ist kein Wienerlied. Das lassen wir aus. Fürst, außerdem kann ich es nicht. Aber ja, aber es ist ein Würzburger, dem sei es verziehen. Fürstenfeld ist schon recht nah an Wien aus deutscher Sicht. Aus Wiener Sicht nicht. Das ist gute, fast sicher 2 Stunden. Fürstenfeld von David, eineinhalb Stunden. Ilz Fürstenfeld ist ja eineinhalb Stunden bis bei mir. Ja, also in Botschenau. Ein bisschen der Stiegel brauchst du noch. Ja. Das sagen wir knappe 2 Stunden. Knappe 2 Stunden. Ja. Der Michael, irgendwas vom letzten Auftritt in der Zehnermarie. Ja, sehen Sie uns. Ja. Naja, Michael, du bist gut. Irgendwas. Na, pass auf. Weißt du, was ein leibender Stiegel war, wenn wir mit dem Kerl durchgegangen sind? Das ist das ich bin Kerl. Was haben wir, pass auf, was hätte man, was geben wir, es wird ja noch irgendeinen Wunsch haben, schreibt seinen Wunsch. Dunja, die Glosche am Down. Siehst du das? Ein Wort, am zack, helllichten Tag so ein Lied. Ja, was denn? Das passt aber zu Kaiser Josef II. Und Spittelberg. Und es passt zum Krachel. Ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben ein Krachel drunten und dazu in Glosche am Down gespielt. Aber das machen wir. Mach mal. Irgendwas Austropop-mäßiges. Simon, ja, du magst mal suchen. Du magst mal suchen. Austropop. Schauen wir mal, vielleicht. Aber es ist nicht unser Genre. Es ist nicht unser Genre. Wir spielen Wiener Lieder, aber wir werden es was einfallen lassen. Jetzt einmal für die Dunja. Für die Dunja. Donat, passend zum Lied. Tutteldu. So, wird eh geschnitten. Da drum beim Rotzen Stadl, da wohnt ein saures Mal, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterlau. Und die Lobren hier, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort so vergeopft haben. Und der Wasserer scheint von der Jägerzeit. Ja, los, der Rest hat durch und geht lieber Köln. Er ist der Gogi auf, wenn er was er rupfen hat. Gerade ja, mein falschen Toder noch. Auf dein Goss, Mann und Bosch, schöne Frauen, schön verhauen, aber sie sind weg, gering, dann fließt auf den Huren springen. Es ist Fierse, und schräg noch, hey. Eine geht noch. Der gestutzte Fleckerferlo hat 2 Reißereiner, die von jedem Kupfer, ich habe es Gerstopperreiner. Wann er meine schießt, das aber es hat jeder gewiss, dass er putzen vor der Backe fließ. Auf der Goss, der Mann und Bosch, schöne Frauen, schön verhauen. Was in der Ecke der Wind, da kann bis auf die Kuh nicht springen. Ressen, Strisse, Idee und Schreck und Bein. So. Bitte, Dunja, die Glosche am helllichten Dunja. Aber hast nicht mehr peitschen, der Wolfgang. Na, das ist Abend. Der kleine Stravanzer, auch eine Schienennummer. Herbert Hoffmann sieht zu. Freut mich, was du zuschaust. Schreib uns doch eine, woher du zuschaust. Von wo. Wenn du aus Wien zuschaust, dann von wo aus Wien? Aus welchem Grätzl, aus welchem Bezirk, aus welchem Areal? Mhm. Wenn man denkt, allein Otterkring, ich meine, hast schon mal einen Unterschied gehabt, Otterkring, Lerchenfeld, Neu-Lerchenfeld. Neu-Lerchenfeld, ja. Und dann los gehabt. Sandleiten, Stachernd, der alte Ort, das war im Altuntergring. Alte Ort. Was hat es noch gegeben? Ja, gut, Ippen, Brunnenmarkt, Brunnenplatz, Ippenplatz, die Geschichten, das waren eigene Kräzeln. Haberlfiel und so. Ne? Ja. Dann wir hatten, hat das die Hasnerstraßen, Herbststraßen, hat das nicht einen Namen gehabt da oben? Weiß ich auch nicht mehr. Und die Schmelz ist schon 15. Ist schon 15. Ist schon 15. Aber, ja. Ich weiß auch nicht. Naja, gut, wir haben es immer, ja. Also, das ist auf jeden Fall.
So, na pass auf, jetzt haben wir mehrere. Machen wir den Stravanzer einmal, oder? Na, die haust nicht mehr peitschen. Okay. Das haben wir schon länger nicht gespielt. Ich hab auch einmal gelacht, dumm für Dummheit gemacht. Ich lasse keinen Braten und noch nichts von mir lacht. Der Mann kommt jetzt auf Ranz, die Jungs summen und tanzen. Ganz recht hab ich gewollt und mein Mensch noch schon alt. Auf Jacken du, mit einem gesunden Hammut. Wann ich nicht wie das war. Hätt ich's links oder's nur. Oh, aber hast du nicht mein Päckchen. Schiede Köder in mein Hut. Und dann vor mir schie langsam stark vor. Dass das Leben nur erkätzig ist, das hohe längst mehr vor. Und dass man das Leuen abbrennt, grob in den schönsten Jahren, da höre Ussassa, hohe Ussassa, höre Ussassa, hohe Wolfgang hat die Idee gehabt. Wolfgang, danke, ja. Ja. Großartig. Pass auf, den Stravanzer machen wir auch noch. Aber vorher, weil es jetzt dazu passt. Thomas hat sich gewünscht, Fiakerlied. Ja, mit dem wünschen die besten Besserungsgenesungswünsche. Ja. Mein Bruder hat eine Operation gehabt, damit er bald Motorrad fahren kann. Gell? Wir müssen da. Du brauchst nur Motorrad noch. Also. Weil alles. Ich habe eine, aber die fährt nicht. Aber jetzt auch, ja. So, Fiakerl wird. Gustav, gell? Seit 25 Jahren, Gustav. Jo, ich fiel zwei halbe Ruppen, mit Zeugen stehen am Grund. Hast du nicht eh zwei Ruppen, wirst nicht bald gesehen, erholen. Ein Mädchen, na, das gibt's nicht. Oh yes, hast du nicht schlug. Es hängst die wahre Schleizer, sonst fressen's mir den Mund. Vom Lamm zum Lust hast du jetzt in 12 Minuten hin. Du springt der Kanzel im Galopp, du gehst die Röhre drop, drop, drop. Wenn's noch so recht schießt, dann spüre ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutz noch. Dass ich ein Fiaker bin, ein Kutscher kann er jeder wehr, aber vor des Männers nur im Meer. Mein Stolz ist, ich bin heute rechts mehr ein Kind, ein Fiaker wie man nicht ohne noch find. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut ein nicht mehr Kind. Fiakerlied. Gustav Pick, wer hat das noch geschrieben eigentlich? Gustav Pick. Gustav Pick, ich weiß auch noch Gustav. Ja, was, der, was hat denn da geschrieben? In Text, glaube ich, gell? Ah, ich glaube, da hat beides, Gustav Pick war der Komponist im Text. Oh, beides? Nein, nein, da hat glaube ich noch einer mit. Nein, wie auch immer. Aber der Gustav Pick war gut und ja. Wie einer von sehr, sehr vielen, die natürlich Wiener Lieder geschrieben haben, natürlich mit dem Dritten Reich war es vorbei. Ne? Das, da war die ganze, wie sie ja mit dem, nicht nur, also nicht nur im Wiener Lied, sondern überhaupt die ganze Kunstszene demoliert haben, ist natürlich auch im Wienerischen sehr, sehr viel verloren gegangen durch die unglaubliche Vernichtungsaktion. Gegen die Juden, weil da waren wir einige. Also jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wer alle, aber viel. Es waren wirklich viel. Aber ja, Gustav Pick war einer davon, der wo ihm dann das Lied verboten wurde. Ja, weil das hat ein Jude geschrieben. Ich muss dir vorstellen, wie deppert die waren. Also, unglaublich. Unglaublich. Ein P
Imperiat-Nazis, wirklich. Das war nicht normal. Die ganzen, ganzen super, weil es waren viele Sachen dabei. Hm. Da erinnere ich mich, da waren wir beim Schmied Hansl, haben wir gespielt beim Schmied Hansl. Und da hat er uns erzählt, dass der alte Schmied Hansl, also der Hans, der damals Junge quasi, ne, der Hansi, ja, der Hansi, der hat uns das erzählt. Da ist im Dritten Reich dann irgendeiner von diesen Nazi-Bonzen im Schmied Hansl, nicht irgendwo, weiß ich nicht wo, also irgendwo gesessen, wo eben der Schmied Hansl gesungen hat. Mhm. Göring, der Göbel, also schon irgendeiner von den richtigen Bonzen. Und der hat sich ein Lied gewünscht, ich glaube sogar als Fiakerlied. Und ich war von Gustav Pick ist das weiß Fiakerlied. Ja, ja. Und der Schmied Hansl hat gesagt, tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht singen, so irgendwie, das kann ich Ihnen nicht singen, weil das ist eins von denen, was es, wie hat er das gesagt? Wie hat er das gesagt? Ziemlich provokant, wo nämlich dann alle geglaubt haben, das war's für den guten Herrn Schmied. Aber das, da hat man drüber einen Weg. Das kann ich nicht singen, weil das ist für einen Jud wie die meisten Schienen, die was das alle verboten hat. Oder die was es alle umgebracht hat. Irgendwas. Ja, Software, ja, genau. Ich weiß, fix, das ärgert mich, dass ich das nicht mehr weiß. Das sind so Anekdoten, die aber gut sind. Ne? Mhm. Aber es ist ja nichts passiert. Also er hat das schon ziemlich provokant gemacht, so, was man eher nicht gemacht hat in der Zeit damals. Und dann, ja, naja, was der. Naja, für die Marmen Milchmann, Thomas, vollkommen richtig. Luise Edlinger, das Chauffeurlied von Hiers. Das kann, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Wir machen ein Wienerlied. Ein Wienerlied. Vielleicht fällt, ich meine, es ist, auch wenn es ein Wienerlied ist, heißt es, dass es kann. Aber halt, ja. Wie soll ich sagen? Das ist möglicher. Aber Chauffeur, ich sagt man nicht mehr. Da hier sagt man was, aber Chauffeurlied sagt man leider nichts. Da muss ich sieben Kante, also die tun ja. Na, aber jetzt auch für die Mutter, der Uda Scheurer, Georg, schaut zu, endlich, jetzt auf die warten wir. Die warten wir schon seit Stunden. Fast. Aber für meine Mama in Milchmann, der Thomas vollkommen richtig, weil es ist so. Ich habe das heute online gestellt, könnt schauen, auf meiner YouTube-Seite. Und zwar. Im Atelier, meine Mutter ist eine Künstlerin. Ne? Ein neuer Vlog quasi. Ja, quasi. Es ist kein Vlog an sich, sondern nur über das. Aber meine Mutter ist eine Künstlerin und die hat, wenn es bei ihrem Atelier sitzt, ne, hört halt dann gern CDs und so weiter und da hört unter anderem die 16er Burplatten alle. Ne? Und da fühlt sie sich dann manchmal inspiriert. Mhm. Und da hat es gemacht, zum Beispiel zu meinem Schatz, also Heiselfrau, findet ihr auch einen Vlog. Sozusagen aus zwei Heiselfrauen. Hat es aus so einem, was der aus diesen Gummistesseln? Aber wo eine Frage, vielleicht war es das ein Fachmann, wie heißt so ein WC-Plopper, dieser rote mit dem Holzstück? Also das, was der Tom von Tom und Jerry dann immer am Schädel pickt. Ja, genau. Wie heißt das eigentlich in der Fachsprache? Wie heißt das? Dieser Installateur, der perfekt weiß das immer. Das ist ja. Weil sie sagen, schreibt es uns nicht. Stessel. Wir sagen immer Stessel, der WC-Stessel. Der WC-Stessel. Ja, ja. Auf jeden Fall, aus sowas hat es gemacht. Mit Draht und mit Holz und was weiß ich was mit zwei Heiselfrauen. Und unter anderem, und dann hat es gehört, zum Beispiel, wenn der Milchmann mit den Müllkandeln schäbert, und da hat es daheim gehabt, so Milchkandeln, alte, und da hat es gleich was draus gebaut. Schaut sich das auf, YouTube-Kanal, müsst schauen, Klaus Steurer, YouTube-Kanal findet man. Oder am 16er beim YouTube-Kanal findet man es auch, weil da findet man einen Link zum Klaus Steurer. Na gut, dann machen wir. Wenn der Milchmann mit den Müllkandeln schäbert. Das Lied ist auch schon älter eigentlich. Gell? Wie alt ist das eigentlich? Nein, es ist gar nicht einmal so alt. Das ist, glaube ich, in die 50er Jahren schon geworden. Nee, gut, in den 50er Jahren. Da hat es noch ein paar Meiereien in Wien gegeben, also milchproduzierende Betriebe. Ja. Mit Kier. So. Ein Feind von mir. Die letzte Meierei in Wien war in Untergang. Ja. Bis Anfang der 80er Jahre hat es die noch. Jetzt lang gehen. Ja, die letzte Meierei. Da war bei der U-Bahn dort irgendwo. Ja. Und Endstation um 3 dort in der Gegend. Ja. Ein Feind von mir, der wohnt in einer Meierei. Ganz spannend, ganz spannend. Na gut. War der Milchmann mit den Müllkandeln schäbert. Schmerst und schreit da oben. Leilung geht's doch endlich heim. Doch mischt der nicht ein bisschen und es rasselt mit den Schlüsseln. Ich trinke jetzt noch ein Flascherl Wein. Erster Mann, der mich
damit die Mühle kann und schimmert, wird's für mich Zeit, noch auszugehen. Denn sowieso bin ich am Wendel ganz schön lebend. Alles muss ich auch schon durch ein paar Bömsen. Erst wenn der Milchmann in die Mühle kann und schimmert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn er mir heute von der Zunge am Dachpunkt klettert, denk ich an Goethe, Travion und Herr, nix mehr. Jawohl, für die Mama war das. Oh, der Milchkau. Schau dir was an. Gruß aus Stammersdorf, Georg, großartig, aus dem Presshaus. Was? Bin's ich auch noch so Stier? Ah, das kann ich nicht. Ronald, Pöppel, was müssten wir damit sagen? Ich weiß nicht. Kenn ich unter. Ah, Pöppel, ah, das, ja, wie das heißt, Entschuldige. Ich vergesse es ein paar Tage vor. Pöppel. Was, der Wolfgang kennt unter Hector. Siehst Hector, ja, aber das ist, glaube ich, nur die Firma, das ursprünglich. Ja, aber das kannst du auch. Hector, das habe ich auch schon gehört. Aber danke, ja. Das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Der Hector. Ja, ja, ja. Na gut, dass wir echt da haben. Der Pöppel. Na ja, Dunja, jetzt, was? Jetzt ist der kleine Strawanzer untergegangen. Nein. Der schnalle ich gar nicht ab, sondern der schnalle gleich wieder um. Der Eppi schaut zu, das gefreut mich auch. Peter, servus, grüß dich. Das gefreut. Also, ich darf ja nicht mehr Eppi sagen. Sagen wir aus der Kindergartenzeit. Wir kennen uns aus dem Kindergarten. Ich habe meinen Eppi noch nicht gesagt, ich habe immer Peter gesagt. Ja, nein, überall ist möglich, ich habe schon Plämpel, überall ist möglich, aber er hat sich jetzt... Er stammt ja aus feinerem Hause, mein Kollege. Jetzt hat er mich zurechtgewiesen. Zurecht. Der kleine Stravanzer. Opus 1 von Rudi Lutsch. Gemeinsam mit seinem Vater Lutsch. Mit 18 Jahren, glaube ich, hat er das geschrieben. Das passt jetzt auch zum Schmidhansl, weil wir vorher geredet haben. Mhm. Weil der Rudi Lutsch war ja in den letzten Jahren der Hausmusiker von Schmidhansl und da war ein bisschen, hat sie uns auch einer der Mentoren. Ja, einer unserer Mentoren. Ich meine, hat ihn auch gesagt, war der Lutschrudi. Mhm. Und der hat sich um uns gekümmert ein bisschen und hat, wenn er nicht kennen hat oder wenn er krank war, hat er immer uns sozusagen an seiner Stadt spielen lassen. Mhm. War eine große Ehre für uns, ja, natürlich. Ja. Absolut, ja, wir waren ja wirklich junge Buben damals. Ja, ja. Ein großes Stück auf uns gehalten. Ja, wirklich wahr. Was? Ja, Epi, danke, Bussi. Spülmann, haben wir noch nicht gespielt. Spülmann da. Was will er? Die Häuselfrau, die Häuselfrau. Ja, ja, Scheiße. Hat ihr das Lied von der jungen Dame auf dem Friedhof schon gespielt? machen wir gleich. Aber zuerst noch der kleine Stravanzer für die Tonia. Jawohl. Ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz ohne Kopf und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist, und da schaut die Welt ganz anders aus. Ein jedes Vogel muss einmal von Nester raus. Ich war heute der kleine Stradanzer, nur ein bisschen Magik und mir gefällt. Schöne Nummer! Danke, Lutsch! Der Stravanzer! Ja, du, aber gut, dass es der Epi gesagt hat, die Häuselfrau, passt ja daher wie was weiß ich, was uns denn? Da war absolut, ja, an der Grenze Dreiländereck sozusagen. An der Grenze zu schon klar, wenn wir gehen quasi, also auf der Straße raus und über die Straßen drüber, mhm, dann kannst du nicht weiter, weil das eine Mauer, aber wenn keine Mauer war, gehst du weiter und dann kommt der Baum. Und hinter der Bahn ist Stadlau. Ne? Stadlau. Der Patrick hat ja ein Lied da geschrieben, das spielen wir an.
kenn alle, die jemals am Friedhof nur war. Künstler und Hackler, Generaldirektor, all jeder tut sie friedlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Da vier alle hier, wo sind's her, aber rein, ja, bei der Zinze, hört man gerne. Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Anschlagköpfe schiert so blau, mein Zinzi, oh mein Zinzi, aus Stadtlau. Jawohl, Kurzversion aus jetzt, aber schön. Grandios, grandios. Jubel, siehst du, Thomas hat es Jubel! Jubel, Jubel. Wer neu dazugeschalten hat, bitte. Das ist im Mittelalter, hat man nicht applaudiert, sondern man hat lediglich ausgerufen, Jubel! Und das haben wir jetzt da eingeführt, weil man kann ja auch schwabaschen. Die Dunja macht das natürlich geschickt mit den Emoji-Cons, mit den Applaus-Emoji-Cons. Aber man... Ja, die kennen sie aus mit der Welt. Ja, aber wenn man eine schreibt, Jubel, ist es eigentlich mittelalterlich. Das heißt, wir bringen mittelalterliche Verhaltensweisen ins Internet ein. Mhm. Grandiose Geschichte, muss ich sagen. Naja. Auch von mittelalterlich, da kennt man, da fällt man ein Stück daran. Was fällt euch? Die Ruf- und Leiertänze. Das geht mir schon. Ein Stück, wo der letzte Teil noch wirklich aus dem Mittelalter stammt. Da hört man noch so die Drehleier oder den Dudelsock noch so aus davon. Durch den Badum-Ton, der da liegen bleibt. Vielleicht spielen wir das heute noch. Ja, das machen wir. Die Ruf- und Leiertänze. Ja. Uralte Stickel, die sind dann in den 30er, 40er Jahren dann von Franz Kemmet, einem großartigen Harmonikerspieler, zusammengestellt worden. Aus uralten Stücken. Das spielen wir jetzt gleich. Zuerst muss ich den Herrn Eppinger aufklären. Natürlich ist es normal länger, aber wir haben gesagt, in dieser Live-Show machen wir immer nur Zitate der Musik. Sonst wird das Ganze nämlich zu lang. Schauen wir vielleicht bei den Ruf- und Leiertänzen auch nur das Zitat. Naja, das ist schwer. Das ist schwierig, weil das baut sich schwer. Das baut sich schwer. Das ist schwer. Ohne Wiederholungen. Jetzt habe ich gerade ohne Wiederholungen. Wir spielen es durch ohne Wiederholungen. Jetzt habe ich gerade gesagt, warum wir kürzen, nicht? Und dann machen wir schon die erste Ausnahme. Aber bei dem Stickel ist es wirklich schwer. Es ist schwierig bei dem. Ohne Wiederholung. Ohne Wiederholung erfolgt der einzelnen Teile. Ja? Ruf- und Leiertänze. Ruf- und Leier. Und am Schluss hol ich zurück zu. Am Schluss hört es quasi ein bisschen den Dudels. Ja, der Klausi sagt dann, ob jetzt, da du bist, das ist so. Sicher. Die Ruf- und Leiertänze.
Badl und super Stücke. Und ich meine, der erste Wienerlied-Sänger, quasi historisch gesehen, ja, nicht, sagt man so, ist der liebe Augustin. Ein Sackpfeifer. Das war Sackpfeifer. Ja. Das war, also das passt dann. Mhm. Ja. So, na gut, pass auf, weiter schauen, was ihr tut. Ja, gut, mache ich sehr. Schönen Tag noch, lieber Epi, danke dir, alles Liebe. Dankeschön. Schau, die Elisabeth, schaut sie. Ich finde euch so super, aber das wisst ihr ja eh. Naja, aber wir hören es trotzdem gern. Welche Elisabeth jetzt? Lutz. Kerbel, Lutz. Ja, die wird immer länger, der Name, fällt mir gerade auf. Aber gut, so wurscht. Das ist schon lang. Ja, aber Kerbel, Lutz, Nerat. Ja, ja. Bitte, drei. Ja, ja. Naja, die Dunja, begeistert. Susanne schaut zu, wunderbar, der Michael. Nur zur Info-Übertragung funktioniert heute super, Bild und Ton perfekt. Warum, lieber Michael? Warum? Kann ich das sagen? Weil wir da. Sieht man das? Nein, das sieht man. Oh ja, da, fast da. Weil das hier, ein sauteurer Internetanschluss ist, ne, mit irrsinnig tollen Megabit bei Sachen. Ich glaube, über 90 Mbit Upload-Rate oder so. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist jetzt sehr gut, ich bin gesponsert, wäre ich da übrigens von der Firma von meinem Schatzl, von der Add-On, die man das Firma Add-On, danke. Ja. Danke Uschi, danke Walter. Sponsert, die machen das einfach, weil sie es kann. Danke. Oder weil sie wissen, ich kann es nicht leisten. Nein, aber deswegen glaube ich, wird das sein, weil es ist ein irrsinnig toller Internetzugang. Also nicht nur, wo man runterladen kann, sondern auch hochladen. Und das ist natürlich ein Faktor. Das ist ein Faktor bei sowas. Aber danke, Michael. Ich freue mich total, dass das so gut ankommt. Ja, übrigens muss ich bei der Gelegenheit wirklich sagen, meine Uschi, die hat mich heute so überrascht, weil die war heute in der Firma, also das ist ja da in dem Grätzl, weil sie gesagt hat, sie muss noch unbedingt irgendwas machen, was weiß ich was, ich habe da weiter haben zusammengeraut oder so. Und wie ich gekommen bin, hat es mir da aufgestellt, eine Kaffeemaschine, Kaffeeschal, Tassen, Heferl, Zucker für Patrick, weil der macht dann Zucker im Kaffee. Natürlich. Die Kracherl hat es hergestellt, ein Wasser, ein Wein, ein Bier. Also, der Kühlschrank fehlt noch. Der ist eh da, aber da müssen wir Viere gehen. Auf den Printmaker. Jetzt halt denn nicht. Naja, auf jeden Fall danke nochmal. Das war dort immer danke. Total gefreut, der Patrick. Sehr auch. Nett. Also wir sind bestens verköstigt, wenn wir da jetzt da. Jo. Und wie gesagt, das passt, also Internet passt, es sollte hoffentlich wirklich, wenn wir es von da machen, in Zukunft immer funktionieren, ja. Und wir werden weitermachen. Nächste Woche, wir wissen noch keinen Termin, das schauen wir uns noch an, aber wir werden jetzt zum Schluss kommen von dieser Sendung. Ja. Wir haben uns wieder total gefreut. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, wenn wir das so machen, wenn es an einem Sonntag ist, dass wir es am Nachmittag machen, und wenn es unter der Woche ist, werden wir wieder so 19 Uhr immer anpeilen. Ich glaube, es ist auch in eurem Sinne. Weil ich denke mir halt, ein Sonntagabend ist schwieriger. Ist vielleicht doch mehr verplant von jedem schon. Nee, oder auch nicht, ich weiß nicht. Oder man will Ruhe, schreibt es mir ein, wie es für euch war. Wie es für euch am Sonntag, ob man das am Sonntag auch um 19 Uhr machen sollte, oder so wie jetzt da zum 5 Uhr D. Mir hat die Idee ganz gut gefallen, dass wir das am Nachmittag machen. Ja. Und weil da kann ich ja zuschauen, kann sich einen Kaffee machen, schaut sich das an, die Dreiviertelstunde, Stunde, wir sagen, ich habe eh schon bald eine Stunde. Mhm. Und ja. Schreibt einmal rein, wie es für euch war. Ja, Simon, freut mich. Tut mir leid, dass wir da kein Austropop gespielt haben. Aber wie gesagt, wir sind halt doch da auf Wienerlieder fixiert. Ja, aber ich glaube, das wird da gefallen haben, da bin ich sicher. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt verabschieden. Verabschieden wir uns, ja. Normalerweise spielen wir zum Abschluss immer, wenn der Möcher mit dem Müllkanal schäbert, aber haben wir schon gespielt. Ne? Wir spielen mal was anderes heute. Ne? Spielen wir was anderes. Ich bin schon was einfallen. Wir sagen herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, Zuschauen. Es war uns eine Freude. Wir gehen wieder über die Kanäle, die Plattformen, Social Media Dienste Bescheid, wann wir wieder online sind mit der nächsten 16.25 Show. Und es wird nicht allzu lange dauern. Ich glaube, ja. Nächste Woche. Nächste Woche wieder. Hoffen wir, dass wir es zusammenbringen. Wie wird es in diesem aussehen. Jahr, in unserem Jubiläumsjahr 2019? In diesem 25. Jubiläumsjahr, 25 Jahre, 6 Jahre, möchte man das gern wirklich, vielleicht schaffen wir das. Jede Woche eine kleine Live-Sendung. Vielleicht gingen uns ja die Themen aus, was weiß man, gell? Ja, glaube ich nicht. Glaubst du nicht, ich weiß nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Zum Nachschauen wird dieses Video natürlich existieren. Erstens einmal natürlich auf Facebook, zweitens werde ich es dann wahrscheinlich auch noch auf YouTube hochladen. Dann schauen wir weiter. In Liechtenthal, da steht ein Haus, ui,
Das kann ich nicht tun, ja. Aber machen wir rund im Lichtental. Das geht noch machen. Das geht noch machen. Ja. Ah, schön. Auch eine alte Nummer eigentlich, die schon uralt ist. Ja, das steht. Die auch von der Melodie her noch zurückgeht bis ins Mittelalter eigentlich. Ja. Warte mal, schau, warte mal. Jetzt bin ich da noch. Jetzt tue ich da noch einen Kommentar. Der Thomas meint, im Sommer ist der Sonntag 17 Uhr Kass. Da hast du ja auch. Aber da ist, glaube ich, jede Sendung ein Kass. Sprich von 19 Uhr auch Kass noch. Ne? Weil da ist immer die Sonne. Aber wir haben schon Sonntag vielleicht aus. Überhaupt. Naja, weiß ich nicht. Es ist ja, ja. Schauen wir mal, wie es ist. Der Sonntag war ja nur, weil wir her, also in der Woche gar keine Zeit gehabt haben. Nein, wir haben jeden Abend verplant. Ja. Können wir jeden Nachmittagabend war verplant. Ja. Und vom heurigen war Live-Sendung können wir nicht machen, schlicht und einfach in der Internetversorgung. Weil ein Internet zum Oberladen, wie gesagt, kriegst du bald einmal wo, aber dass du es hochladen kannst, damit man es auch genießen kann, das ist eher selten. Daher, ja. Naja, gut, also Trunk im Lichtental. Mhm. In C-Dur? In C-Dur. Wir spielen das zum Abschluss. Rot im lichten Dorf, hinten beim Häuserbach, steht der alte Kraxen mit einem Schindeldach. Und die Fenster sind fest verschmiert mit Lamm, dort wer so nissen will, bin ich daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde, denn wir falsche Götze so kennen wir alles am Grund. Es gibt kein Mann, ob es nicht ist, in mich verbrennt. Und den Steirer Glas, ich tut nicht hin. Weil es war super wieder. Ich freue aufs nächste Mal. Ich gebe Bescheid, wenn es soweit ist. Dickes Puzzle von euch, 16er Tour.